Jo, meine Lieben, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast hier auf YouTube, aber auch auf Spotify. Und natürlich mit meiner Wenigkeit, aber natürlich mit unserem YCS Dortmund Champion von Millennium. Was geht, mein Freund? Alles gut? Ja, danke schön, danke. Ja, YCS Champion ohne Ticket zu haben. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, aber mir geht's super. Wie geht's dir? Ach, geht wieder. Also, war ja letzte Woche krank. Ja. Dann haben wir es auch verschoben. Ja, aber mittlerweile geht's wieder. Bin jetzt auch wieder arbeiten. Darf wieder arbeiten gehen. Darfst wieder arbeiten gehen. Wunderbar. Ja, perfekt. Das ist ja nice, das ist ja nice. Freut mich. So, was hast du denn heute für uns? Oder was hast du für unsere Zuschauer heute? Wir werden heute auf jeden Fall natürlich über deinen Titel sprechen von der YCS. du wirst natürlich ein bisschen was berichten. Ja. Von der YCS aus Dortmund. Wir werden noch über Age of Overlord sprechen. Müssen, ja. Geht gar nicht anders. Und mich wird natürlich brennend interessieren, für welches Deck wirst du dich jetzt im kompetitiven Bereich entscheiden? Ja. Wenn du jetzt auf Rego gehst oder sonst was. Und ich würde auch gerne wissen, wenn du so auf ein Local gehst, spielst du dann auch mal so ein, ich sag mal, so ein Rogue-Deck oder so ein Casual-Deck? Ha, okay. Das ist eine gute Frage. Oder tryhardest du immer gleich rein? Das werden wir noch, das sage ich dir noch. Also, wollen wir jetzt erstmal mit Dortmund anfangen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, okay, ich bin sehr gespannt. Alles klar. Was hast du denn alles so mitbekommen, so am Rande eigentlich? Weil du hast ja Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das muss man dir auch nochmal sagen. Hast du gut gefeiert? Tatsächlich. Warte mal, am 29. Doch, ich habe extra frei gehabt. Ja, doch. Mhm. Ich habe mit der Familie was unternommen an dem Tag. Und ich glaube, dann wurde ich schon krank. Der Junge hat zu viel gesoffen heute. Der Kater für eine Woche. Ja. Nee, was ich mitbekommen habe, ich habe natürlich Feature-Matches gesehen, tatsächlich. Ja, ja. Von Lukas, zufällig reingeschaltet. Ja. Fand ich richtig nice. Und Ehren habe ich aber dann erst später gesehen. Habe ich mir aber trotzdem natürlich gegeben. Aber er hat selber, oder meinte ja selber, dass er da irgendwie Quatsch gespielt hat. Ja, hat er auch. Hat er auch. Ich weiß nicht. Ja, er hat sogar missplayed. Ja, leider. Okay. Aber ich muss auch sagen, man weiß nicht, weil ich war tatsächlich leider noch nie im Feature-Match. Ich bin so schlecht dafür anscheinend. Und ich glaube, wenn man da sitzt und spielt, dann ist das ziemlich aufregend und ist nicht so einfach, wenn du halt irgendwo bei Tisch, was weiß ich was, sitzt, einfach auf entspannt und fängst an zu spielen und da weißt du halt, da gucken dir ein paar tausend Leute an. Erstmal. Und dann willst du halt unbedingt halt gut performen und ich glaube, dann performst du genau dann schlechter, als du eigentlich normalerweise so noch spielst. Na, ich glaube, man macht sich dann auch zu viel Gedanken. Also, wenn man einfach seine normale Standard-Comp runterspielt, dann macht man nichts verkehrt, aber man denkt vielleicht, oh mein Gott, ich muss jetzt hier irgendwie krasses Play zeigen oder so. Mhm. Aber ich kann aus Erfahrung sprechen, dass wenn du da generell auf so einer Bühne sitzt und die ganzen Spotlights strahlen dich an, das ist einfach unfassbar warm. Das spielt ja auch schon mal mit rein. Das stimmt. Das bei so normalen Themen. Ja. Und natürlich die Aufregung an sich, ne? Ja. Obwohl du ja nichts anderes machst. Ja, du spielst ja eigentlich trotzdem Yu-Gi-Oh! Halt, ne? Ja. Genau. Ja, das war auf jeden Fall sehr nice, aber trotzdem war geil, einfach Ehren auf hier auf Fischermatch zu sehen. Das war schon ziemlich cool und ja, deswegen war eigentlich ganz schon cool. War echt nice. Wenn er nicht missplayed hätte, hätte er dann irgendwie toppen können oder so? Also hätte er dann gewonnen? Er hätte auf jeden Fall besser spielen können. Also es wäre auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gewesen, das Spiel zu gewinnen. Das definitiv, auf jeden Fall. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, und ja, genau. Dann war ich war ja da. Und ja, was war da los? Ich hatte ja kein Ticket. Das wissen wir ja. Wie kann das passieren, Iman? So viele Wochen vorher war es schon klar für dich, dass du eigentlich hinfährst. Bro, es war seit Tag 1 klar, dass wir hinfahren, weil als der Announcement kam, dass wir Dortmund YCS haben, ich glaube, Kevin kann das bestätigen, wir haben, glaube ich, 24 Stunden später haben wir Hotel gehabt und wir wussten, dass wir dahin fahren. Und dann
Aber zu der Zeit hatte ich übertrieben viel zu tun gehabt, was Arbeit und alles drum und dran anging. Und ich habe gedacht mir so, ja, okay, Ticket kaufe ich, habe ja noch Zeit, ne? Und ja, ich habe es halt wirklich vergessen. Legit, ne? Ich habe es wirklich vergessen. Und dann irgendwann kam dann diese Benachrichtigung, diese Instagram-Post, dass man keine Tickets mehr kaufen kann, weil alles ausverkauft ist. Und dann in unserer Gruppe haben die Jungs geschrieben, ja gut, dass wir das Ticket gekauft haben und so. Und ich dachte mir so, warte mal, habe ich Ticket gekauft? Und gucke ich in meine E-Mail, ja geil, ich habe einfach kein Ticket gekauft. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ja, und dann, ich habe alles versucht, ich habe auch E-Mail geschrieben, ob man vielleicht was tauschen kann, weil ich kannte ein paar Leute, die halt nicht dahin geschafft haben, weil kurzfristig was dazwischen gekommen ist, aber die Tickets sind halt komplett personalisiert und man kann die halt nicht zurückgeben und jemand anderen dafür. Das ist halt sehr schade gewesen. Ja, deswegen, Wirklich schade. ja, mussten wir halt, musste ich halt mich damit abfinden und ja, dann habe ich gesagt, okay, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht eine zweite Karte hier wieder holen. Und ja, erster Tag war das so, dass wir eine 3 gegen 3 gespielt haben. Ist eine meiner Lieblingsdisziplinen, was Finde ich Yu-Gi-Oh! auch Side cool. Events Das finde ich angeht. sehr, sehr Ich finde cool. es richtig geil. Ja. Mit Kevin habe ich gespielt und mit Julian. Und ja, Kevin hat gefühlt alles gecarried. Wir sind zwar 2-2 gegangen. 3-1, 2-2, ich weiß nicht mehr genau. Aber Kevin hat alle Spiele gewonnen. Und ich musste halt zweimal gegen Shifter spielen. Also zwei Spiele waren das, wo die Leute Shifter hatten. Ich habe Tier gespielt. Und ja, es war aber ganz lustig. Jetzt eine kurze Story. Das war Runde 4. Und ich habe gegen Flu gespielt. Game 1 geht der First. Gibt er mir Shifter. Und Kevin war im Combo machen und so, und auf einmal guckt er nach rechts, weil er war die Person, die Mitte sich hingesetzt hat. Guckt er nach rechts, sieht er den Shifter, guckt mich an, fängt dann zu lachen. Den habe ich verloren. Game 2. Krieg ich Shifter. Ich kann halt trotzdem so spielen, dass er mich nicht OTK't. Und dann bin ich dran, ich kann endlich spielen. Und dann flippt er einfach hier den Harpy Feathershaw, also Harpies. Was so, oh Ja. nein. Und dann in dem Moment guckt wieder Kevin nach rechts. Guckt er wieder den Harpies in den Friedhof. Guckt er mich schon wieder an. Fängt dann wieder zu lachen. Also das war mega lustig. Aber auch gleichzeitig halt mega nervig. Weil ich habe legit nicht gespielt. Also ich habe wirklich Game 4 habe ich gar nicht mitgespielt. Es war halt Ja, einmal so und einmal halt so. schade war. Ja, das ist halt ein bisschen räudig gewesen. Mhm. Ja, genau. Und das war halt auch ein bisschen kacke, weil also diese Oversize hinter mir hat ja 40 Punkte gekostet damals auf EM. Und ich habe mal dann die Webseite abgecheckt, was für Karten so gibt, was für Oversize-Karten. Und auf einmal sehe ich so, die Oversize-Karten kosten aber 70 Punkte oder 65. Und ich denke mir so, Haben sie erhöht, die wie kann Steuern. das sein? Und dann habe ich dann vorne gefragt und habe ich mich beschwert tatsächlich. Ich gesagt, wie stellt ihr euch das vor, dass man überhaupt die 70 Punkte für eine Oversize-Karte überhaupt sammelt? Und dann haben die das tatsächlich am nächsten Tag auf 45 reduziert. Also dann war es doch human, die Punkte, die man dafür Ach so, gebraucht echt, hat. ja? Ja, 45 dann? 45. Ja. 45. Ja. Also 5 Punkte mehr als das, was ich damals gebraucht habe. Das geht schon alles, Das weil du musst geht, ja auch alleine grinden, ja. ne? Du kannst ja keine Punkte mehr überschreiben. Nee, kannst du nicht, nein, Und genau. dann, also bei so diesen 3 versus 3, kriegt man, glaube ich, wenn du alles gewinnst, 24 Punkte. oh, 40, genau, 24, ne? Und dann halt nochmal vielleicht, weiß nicht, Zweimal 4, 5. Constructed gewinnen, dann hast du 16 Punkte, dann hast du deine 40 Punkte. Ja, Ja. das geht ja, aber natürlich gewinnen erstmal, ne? Ja. Und wie wir sehen wir nichts. Iman. Wo ist es? Ja, es lief nicht so, wie ich es mir erhofft habe, leider. Und da ich Frust hatte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe ja einen friendly Tipp gegeben letzte Folge, wo ich gesagt habe, nicht nachmachen, weil Ja, ich habe ja die ja, ganze ja, Zeit ja. darüber geredet, dass ich gerne eine Dark Charmer in Starlight hätte. Ja, Aber der ist ja genau. übertrieben teuer und ich habe gesagt, ich versuche, dass ich die Karte nicht kaufe und ich bleibe stark. Also Leute, nicht nachmachen, weil das Geldverschwendung ist. Jetzt rate mal, mit welcher Karte ich nach Hause gekommen bin.
mit Dark Attack Charma in Starlight Rare. Wollen wir wissen, was du dafür bezahlst? Ich denke schon. Ja, schon, tatsächlich. Ich hab einen sehr guten Deal bekommen, tatsächlich. Ich habe für insgesamt 238 Euro Karten verkauft. Und ich habe das Ganze tatsächlich in Starlight Ami für 250 bekommen. Das ist okay. Das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Und die Karte sieht so wunderschön aus. Also, ist wirklich... Also, das war jeden Cent was. Ja, jeden Cent war wert auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist auch der einzige Charmer, den man halt wirklich spielen kann. Das ist auch das. Okay, vielleicht den, diese Hita in Rescue Ace vielleicht. Also der neue zumindest. Aber sonst. Ich weiß gar nicht. Also Hita, also alle Charmer gibt es ja in Starlight. Also jeder einzelne, genau, gibt es ja alle. Und es gibt jetzt den neue Hita, der keine Link-Monster ist. Richtig. Ja, die gibt es ja auch noch, die in Quarter Century Secret Rare. Genau. Aber was halt richtig geil war, war einfach das Finale. Das fand ich halt. Ich weiß nicht, ob du das Finale gesehen hast oder Replay davon geguckt hast. Hast du? Stimmt, ich weiß. Da also doch das war ja Vanguish Soul gegen Rika. Genau. Rika. Ja. Habe ich. Oh Gott, habe ich alles. Also ich habe es auf jeden Fall gesehen, aber ich weiß nicht, ob ich so gut daran erinnern kann. Ja. Auf jeden Fall sehr unerwartet. Das war krass, weil, du musst dir mal vorstellen, das war Julian hieß die Person, die gewonnen hat. Julian. 16 ist der. Genau. Erstens war er 16, zweitens, was ganz krass ist, das war sein erster Major Top überhaupt. Und das war einfach der YCS, den er gewonnen hat. Und bei Luca war das so, dass es seine erste YCS überhaupt war. Ja, krass. Das ist krass. Und dann... Wir machen irgendwas falsch. Irgendwas machen wir falsch, definitiv. Aber ich glaube, irgendwas macht auch Konami mit seiner Bandliste falsch, dass Rika jetzt zum dritten Mal einen Titel gewonnen hat und bei denen ist nichts gehittet. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass das mal so ein bisschen glückabhängig ist. Ne? Oder die Leute wissen halt wirklich nicht, was das Deck macht. Ich verstehe es nicht. Nachdem ich jetzt zweimal die EM gewonnen hat, die auch einige Regio-Tops auch hatte. Und trotzdem fragen die Leute immer noch, was macht das? Ja. Das muss ich. Ja, ja. Falsch, das verstehe ich halt nicht. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, wie das sein kann. Manche Leute ashen und Imperm immer noch Dryas, der Link 1, wo ich mir denke, Bro, das ist nicht Once Per Turn. Warum machst du das? Ja. Ja. Oh, ja, aber das war, es war schon krass, weil, also Viertelfinale von Luca war ja auch gegen einen Tier-Element-Spieler, wenn ich mich nicht täusche. Das Spiel war auch krass. Also Game 1, er hatte einfach Custom Hand. Der hatte einfach Didi Crow, der hatte Bestial, der hatte... der hatte Didi Crow gehabt, zweimal glaube ich sogar. Dann hatte noch irgendwas. Also alles, was zum Interrupten da war. Und dann Raisen. Ja, super. Also wirklich, das war richtig krass. Aber ja, das Spiel war ziemlich geil. Also, und Finale sowieso. Finale war sehr, sehr cool. Fand ich auch. Und das erste Mal überhaupt hat auch einer unserer Jungs getoppt. Ja, cool. Genau. Der Josef hat die Top 64 geschafft mit Drangling. War eine sehr, sehr starke Leistung. Und ja, genau, David schreibt gerade, und er hat gegen T-Element zweimal den Danger gesniped. Das heißt, der hat keinen Buddy auf dem Feld bekommen. Oh. Das war richtig krass. Ja, die Leute sind so ausgerastet. Das war echt heftig. Das war echt heftig. Genau, und sonst, Kevin war eigentlich ganz gut dabei, was leider am Ende hat einen Sieg gefehlt. Leider, leider. Und ja, eigentlich allgemein war es ganz in Ordnung. Und Trip hat allgemein auch sehr viel Spaß gemacht. Also YCS ist eine Sache, aber einfach mit den Freunden und so immer unterwegs sein, ein Wochenende Sachen machen, das ist schon ziemlich cool. Das ist auch die Hauptsache eigentlich, finde ich. Ja. Ja. Ja, nee, also die Deutsche, da habe ich ja dran teilgenommen, die hat auch eigentlich extrem viel Spaß gemacht. Auch wenn man nichts gerissen hat, so. Aber auch die Side-Events machen ja auch viel Laune, muss ich gestehen. Das stimmt, also, ja. Man zahlt zwar sehr viel, aber es macht schon Spaß. Ja, das stimmt. Ja. Yu-Gi-Oh! Ist ein teures Hobby. Ja, das stimmt. Was soll man machen? Das ist leider wahr. Ja. Ja, aber ansonsten, mit Vanquish Soul, das hat mich auch überrascht. Da hat ja auch Lukas sehr, sehr gut. Oh, das war auch krass, ja.
Ja. Ne? Also. Und unsere YouTuber-Kollege Luke Todes, genau. Er war ja auch in Top 64, 32 sogar. Auch mit Vanquish Soul. Ja, er ist auch krasser Spieler mit Vanquish Soul, das muss man sagen. Also wirklich. Also ich habe mir sein neuestes Deck-Profile angeschaut und da sieht man einfach die pure Liebe für dieses Deck. Ja, ist wirklich sein so. Sein Herz einfach aufgeht, wenn er davon erzählt. So. Alles schon, das hat man sich schon gerne angeguckt. Ja, so. Ja, das war richtig schön, das Video. Das stimmt. Ja. Ja, nice. Aber ansonsten hat, glaube ich, kein Yugi-Tuber irgendwie was gerissen, war. Ich glaube, Niska ist ja auch komplett bahn gegangen mit seinem Draco Slayer. Ja. Hat er nicht mehr diesen Award bekommen. Nee, leider nicht. Der hat doch keine 5 Siege geholt. Er war nur deswegen da, aber hat es nicht geholt. Genau. Dennis war ja gar nicht da. Dennis war gar nicht da. Arbeiten hat auch nicht mitgespielt. Nein, er war nur da. Und Julio war auch Tag 1 zu Ende. Genau. Ja, alle von Junks Playground. Da hat ja keiner getoppt. Das war auch krass, oder? Das war auch krass. Also, die haben ja alle Unchained gespielt. Ja. Und Unchained ist zwar ein gutes Deck, aber wenn sich natürlich jeder darauf vorbereitet oder viele sich darauf vorbereiten, ja. Boah, dann ist es schon schwierig so. Ja, das stimmt, das stimmt. Und außer das. Für Disney Cotton, der hat natürlich wieder, war das ja wohl ein Top 8 oder so, mit seinem Unchained Deck. Mhm. Der kann alles spielen, gefühlt. Der hätte auch mit dunkler Magie antreten können. Ja, das stimmt, das stimmt. Der wäre fast in die Tuffs gekommen. Ja, ja. Und Highlight für mich war, dass ich Jesse Cotton getroffen habe. Und er hat mein Tier-Element, welche ist das? Rukalos, unterschrieben. Ah, oh, cool. Jetzt habe ich das ja auch in meinem Deck. Ich habe extra gesagt, er soll das auf dem Bild machen, weil dann kannst du es ja spielen. Das darfst du ja. Genau, das war ziemlich, ziemlich cool. Und er hat auch Top 32 verloren gegen ganz normale Branded Despia. Also Standardbild. Er hat aber zweimal den Lock bekommen. Da war es vorbei. Oh Mann. Ja, das. Aber Joshua Schmidt hat, glaube ich, auch nichts gerissen. Nee, ne? Der hat auch verloren. Genau, genau. Das ist krass eigentlich. Ja. Ne? Also sind halt auch nur Menschen, das sieht man daran, aber. Irgendwie hatte man, gerade mit Junks Playground, das hat mich krass verwundert, da hat man doch irgendwie eine andere Erwartungshaltung, gerade weil die auch in Nordamerika viel mitgenommen haben. Ja, jetzt genau. Die haben ja auch, da haben die auch getoppt eigentlich. Aber da haben die sehr gut gespielt. Ja. Den Kampf haben hat ja, glaube ich, alles getoppt. Ja. Und jetzt hier gar nicht. Also ich hab wirklich das Gefühl, dass in Deutschland das Level und Niveau ist halt echt hoch. Das glaube ich auch. Das ist also, wirklich sehr hoch. Ich glaube auch, dass es hier ein. Also nicht in Deutschland, sondern in Europa, ne? Ja. Extrem schwierig ist. Oder sag mal so, du hast hier wirklich ein hohes kompetitives Level. Ja, genau. Also, wo wenig Fehler entstehen, weil sich alle gut vorbereiten und so weiter. Ja, ja, genau. Das glaube ich auch. Also in Nordamerika toppt ja auch Heroes und so. Das gibt es bei uns halt gar nicht so gefühlt. Ja, das stimmt, das stimmt. Kann, ne? Aber in Amerika gewinnt er nur gefühlt Jesse Cotton die ganze YCS. Ja, ja. Oder Pack mal zwischendurch, ne? Ja, ja. Das ist schon krass, ja, ja. Ey. Das ist schon heftig. Ja. Das war es eigentlich, zu YCS Dortmund. War eigentlich ganz cool. Und ja, hoffentlich bald wieder. Ist ja nächste YCS, ist ja in Bologna, in Italien. Ja. Ich wäre sehr gerne hingefahren, aber. Was gibt Ticket, wa? Nee, zeitlich schaffe ich das leider nicht im Dezember. Aber wäre ich sehr gerne dabei gewesen. Da hätte ich auch gerne Main gespielt. Kurz hatte ich auch überlegt, aber preislich ist mir das doch dann too much. Jetzt hat 400, 500 Euro für ein Wochenende, ne? Das ist halt schon viel. Naja, und du bist halt nur auf der Halle so, ne? Ja. Also. Ja. Naja. Schon cool, Willen, aber ich hoffe ja, also, dass wir vielleicht nochmal eine YCS nächstes Jahr hier in Deutschland haben. Wahrscheinlich ja auch wieder in Dortmund. Also zeichnet sich ja ab, die Halle ist halt günstiger und größer. Ja. Das braucht ja Konami. Und aber ich habe auch gehört, dass hier zeittechnisch wieder Probleme gab, ne? Zwischen erster und zweiter Runde oder so. Dass man wieder eine Stunde warten musste. Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht wahrgenommen. Da ich nicht mitgespielt habe und ich mit anderen Kram beschäftigt war, habe ich gar nicht wahrgenommen, was bei Dings so abläuft. Ich habe nur geguckt, wann es zu Ende war. Da habe ich meinen Jungs so gefragt, wie die gespielt haben. Das war so eigentlich das, was ich
mit Main Event zu tun hatte, gefühlt. Ah, okay. Genau. Weil diese Warterei kostet natürlich auch Nerven. Ja, so. Ja, aber es lief irgendwann richtig flüssig auf jeden Fall. Ja, ja, das ist ja, ja meistens so, wenn genau. Die meisten dann droppen. Ja, ja. Ja, nee. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass nächstes Jahr wieder ein YCS hier ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Da werde ich auf jeden Fall alles daran sitzen, dann teilzunehmen. Ich hoffe, oder cool wäre es halt, wenn man schon so 3-4 Monate vorher Bescheid wissen würde. Dann kann ich es viel besser planen. Das passiert nicht bei Konami. Leider nicht. Leider nicht. Das ist echt schade. Hier wird geschrieben, YCS in Prag würde ich cool finden. Ja, Prag ist auch eine schöne Stadt. Das wäre auch eigentlich ziemlich geil. Die haben aber, glaube ich, keine Messen. Ja, ich glaube auch nicht. Also bin ich mir zumindest nicht sicher. Obwohl, ich würde auch ein YCS in London wieder mitnehmen. Das wäre auch geil. Ja. Weil London ist günstig zu erreichen. Ein Flug rechtzeitig zu buchen kostet gefühlt Fufi hin und zurück. Bei EasyJet oder wo auch immer. Und dann eine Unterkunft, sei es meinetwegen für 3 Tage 120 Euro, dann bist du auch mit 150 Euro hin und zurück, bist du schon gut dabei und das ist halt echt gut. Wäre geil. Ja, das wäre also... London, also ich kenne mich mittlerweile auch ganz gut, also ganz gut in London aus, aber man kommt da gut zurecht, so. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und diese Einkaufszentren, die da haben, alter Falter. Ey, ich weiß gar nicht, riesig, das ne? Ist, wo ich war. Alter, mein Gott, das ist ja das, was wir hier in Berlin haben, nichts dagegen. Ja. Alter, das ist ja krass. Weil in Hamburg ist ja größte Einkaufszentrum Norden, ist ja in Hamburg. Das ist ja die ALZ, nennt man das. Und Bro, dagegen war das wie ein Dorf. Das war so krass, ey. Das ist wirklich so. Das ist schon echt heftig. Du hast einfach alles in diesem Einkaufszentrum. Ja, 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 das ist richtig krass. Ja. So. Ich würde sagen, wir gehen Richtung Age of Overlord. Ja. Ist ja morgen. Was fällt eigentlich davon? Also hast du dir ein Display bestellt oder ein Case sogar? Ich bekomme 6 Displays. Kostet es so gut? Ja. Was hast du bezahlt dafür? Günstig oder teuer? Ich habe gar nichts dafür bezahlt. Gar nichts dafür? Nein, ich habe gar nichts dafür bezahlt. Wow. Ja. Hast du einen Sponsor, von dem wir noch nichts wissen? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich kann darüber nicht einfach. Ich kann darüber nicht reden, einfach hier. Deswegen ist kein Sponsor. Aber ich bekomme die halt umsonst. Ist doch schön. Ja. Ich freue mich für dich. Ja, auf jeden Fall. Das ist halt cool. Ja. Deswegen, mal gucken. Ich will halt SP Little Light. In Quarter Century Secret Rare. Das ist das, was ich will. Ja, ich habe gerade mal aufgemacht, was die geht. Achso, die geht sehr viel, Bro. 75, ja. Oh. Ja, ja. Aber die kann tatsächlich so eine 1000-Euro-Karte werden. Das ist schon krass, ne? Mhm. Weil die Karte ist halt geistesgestört krank. Gut. Ja, also die wird auch jetzt über Jahre hinweg wie der Access Code gespielt werden. Ja, ich glaube auch. Ja, das glaube ich also auch gespielt wirklich. Werden müssen wahrscheinlich. Also ja. Man wird ja gar nicht. Weil ich glaube, die Secret geht jetzt 80. Ist das ja, das? Ja, fast. Fast, ne? Ja. Und morgen ist ja Release. Also wir nehmen ja gerade den Podcast am Mittwoch auf und Donnerstag ist ja Release. Also morgen. Und ja, da bin ich mal gespannt. Ich hatte doch hier. Wo liegt sie? Oder hast du auf? Ach. Hast du auf Sneak aber mitgemacht? Nee, ich habe schon Sachen bekommen. Ah. Weil ich habe nämlich eine neue Kooperation mit Fantasy Freak. Ah, nice. Und da hat er mir ein Case zukommen lassen. Aber, Gott, ich weiß gar nicht, wo ich die Karten habe. Ja, die schwören hier rum. Ich muss mal aufräumen. Alter, ich habe hier so viel Covens jetzt rumzuliegen. Oh mein Gott, das ist halt immer der Nachteil des Case-Öffnens, so, also die ganzen Covers, die man... Und wie viele Quarter Century Secret Rare hast du gezogen? Also 3 habe ich gezogen, aber nicht der Rede wert. Echt? Keine SP Little Knight? Oder Horus? Nee. Ah. Leider nicht. Ah. Einmal den Lanzenträger gezogen. Ja. Der schwarze Lochdrache. Ah, die sieht aber super schön aus, finde ich. Die ist wirklich sehr schön. Die ist wirklich ja, sehr schön. Ja, ja, das finde ich auch, aber die geht, glaube ich, gar nicht. Ich weiß, 30 Euro. Ja, dachte ich mir schon. Ja, ich habe mit 35 Euro gerechnet. Ja. Und, oh Gott, was habe ich noch gezogen? Muss ich mal kurz gucken. Ach, hier, ich glaube, Infernale Flammbanshee habe ich gezogen noch. Ah, okay, das, okay, der Banshee, ja. Also. Genau, also ja, leider nichts so wirklich dabei. Und wie viele SP Little Knight waren in dem Case drin? 2.
Oh, das ist so wenig. Ja, ich habe dreimal, viermal den Hoskey gezogen, den, oh Gott, wie heißt der? Ja, Hier, den, hier, ja, Amstep Burger, Amstep? MC, ja. Amstep, ja. Ja. Den habe ich gezogen, aber die droppen ja auch alle. Also, ich behalte ja auch nicht alles davon, um Gottes Willen, ne? Er hat mir das nur für Videozwecke zur Verfügung gestellt. Aber ich werde natürlich dann gleich was abkaufen, sozusagen. Ja, safe, safe, safe. Ja. Damit ich nicht noch Versandkosten und so weiter habe. Ja. Aber ist natürlich trotzdem krass, dass du. Also, ich würde sagen, ich habe mit dem, oder wenn ich es gekauft hätte, mit dem Case, was geht es jetzt, 750 Euro oder so, ne? Ja. Kein Plus gemacht, nur Minus. Aber richtig Das ist doll halt Minus, oder? richtig erschreckend. Ja. Die Abelsa habe ich zweimal gezogen, die sündhafte Beute da, die Ja. Kriegsbeil, habe ich dreimal nur gezogen. Mhm. Boah. Also. Macht trotzdem Spaß, das Öffnen, ne? Und deswegen mache ich es ja auch, weil mir das halt extrem viel Laune macht. Aber im Endeffekt doch ein bisschen glücklich, dass ich kein Case mehr gegönnt habe. Aber jetzt habe ich eine wichtige Frage. Du Ja. hast ja gesagt, paar Karten willst du ja abkaufen. Die Frage ist, hättest du auch ein Espelillen Knight in Quarter Century gekauft, wenn du den gezogen hättest? Hättest du? Ja? Hätte ich. Den Wirklich? hätte ich. Den hätte ich gekauft, ja. Den hättest du gegönnt? Das heißt, du gönnst dir so oder so einen in Quarter Century? Ja, ich denke schon. Also, weil, Mann, du kannst nur Plus damit machen. Also, solange die noch unter 500 geht, das ist ein guter Preis. Also, um Gottes Willen, ist es nicht. Hört mir nicht zu. Das ist das so wie mit Neon Dark. Ja, deswegen, also, es ist kein guter Preis, aber sie kann nur steigen. Das wollte ich damit ausdrücken. Ja, Ja, sie kann eigentlich nur teurer werden. das Und stimmt. deswegen bin ich schon am Überlegen, ob ich mir jetzt einen in Englisch gönne für 400 hier. Boah, schwierig, ey. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil ich habe, also ich würde schon, glaube ich, zwei Kopien gern behalten davon. Falls man die Ratio doch mal erhöht. Was ein guter Boardbreaker ist. Also, Ja. gute Karte einfach Tja, generell. ihr merkt So. schon, 400 ist kein Geld für ihn. YouTube Money läuft. Oh, wenn es mal so wäre, ey. Dann würde ich nicht mehr arbeiten, ey. Dann würde ich einfach einen auf Julian machen und auch leben. Nee. Mann. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall die Top-Karte. Aber ich möchte gerne auch über die Horus-Karten reden. Hast du dich ein Ja. bisschen damit befasst? Allgemein. Natürlich. Weil Okay. ich ja auch den Tiedemann Core zu Hause habe. Ich habe alles Gut. zu Hause davon. Ja, aber erzähl mal, was denkst du denn darüber? Nein, ich wollte erstmal die Frage stellen. Ah, okay. Hau mal raus. Dann jetzt, ich wollte nur wissen, was gibst du denn für eine Note mir zu diesem Chor? So. Also 1 bis 6, 1 bis meinst du? 10, 1 bis 10. 1 bis 10. Ja. Also 1, 1, 1 ist super schlecht und 10 ist halt übertrieben krass heftig, Okay. Espelillen Knight Style und so weiter. Boah, dann würde ich dem ganzen Haufen, also so wie man es halt spielt, die Engine, das ist ja dreimal der Amsti und dann jeweils eine Kopie von den anderen und der Sarkophag halt. Ist halt schon groß, was du spielen musst und ist jetzt eine 6. Ich würd eine 6 geben. Okay, warum in der 6? Weil eine Ash Blossom auf Amsti-Effekt zum Suchen des Sarkophags dich komplett killt. Du hast einfach verloren, weil du minus 2 gehst und wenn du keinen Sarkophag mehr hast, da hast du, also, ja, da tut die Ash halt so unfassbar weh und deswegen würde ich da, glaube ich, nur eine 6 geben. Ändert sich aber, wenn wir die Field Spell bekommen. Achso, ja, wir bekommen ja, genau, wir bekommen ein Feedback, genau. Und Ja. dann wird's krass. Weil dann kannst du natürlich wieder mit dem Revolution Synchron arbeiten, gerade in Tiedemanns, ne? Wenn du dann die Field Spells austauschst, kannst halt noch Horus raufklatschen. Ja, Das ist krass. aber die Frage ist, ist der Field Spell besser als Paralino? Nee, gar nicht. Gar Ist es nicht. nicht? Aber ist es nicht. Also wenn du natürlich mit der Field Spell von Horus beginnen kannst, besser. Aber wenn du von Palo, also von Tiedemanns dann in Horus gehen kannst, würde ich das trotzdem machen, weil du natürlich einfach ein Monster Negate aufs Board bekommst. Du kriegst deine, wenn du möchtest, gerne noch den Regulus mit aufs Board, weil du ja dann einfach in Sargass gehen könntest, beziehungsweise halt noch kleinen Fury Engine spielen. Also du kannst jetzt so viel mit Tiedemanns dann machen, wenn das raus ist.
Das ist einfach so broken. Oder Zombie-Vampir auch, ne? Ja, Zombie-Vampir ist ja auf jeden Fall wichtig. Aber ich kann dir eins, also ich habe sehr viel getestet. Ich kann dir eins sagen, du hast gerade so Platz für Horus. Und das war's auch. Da kommt, genau, du kannst keine weiteren Non-Engine. Das heißt, du, das, erstmal das, das heißt, ein Regulus kommt auf jeden Fall nicht in Frage. Oh, okay. Ein Sargas hast du gar nicht den Platz dafür. Also wirklich, das ist so krass zusammengequetscht ist das, dieses Deck dann, dass man einfach null Platz dafür hat, weil, wie du schon gesagt hast, weil ich spiele, also das Deck, was ich gerade teste, ist dreimal den Searcher, zweimal Happy und zweimal Sarkophag. Das war's. Weil die anderen zwei, diese andere Horus finde ich halt kacke. Diese, ich weiß nicht, der ist halt nicht so geil, finde ich, ne? Ja, der eine zum Recyceln ist doch ganz gut. Ja, das ist der Happy. Genau, das ist Happy. Genau, den spiele ich zweimal. Dreimal Searcher und zweimal Sarkophag, weil ich will auch nicht daran bricken. Und zweitens, die sind nicht... Der Sarkophag, warum den Sarkophag nicht auf drei? Weil der sendet ja auf jeden Fall. Ich weiß, aber das Problem ist, ich habe... Du millst die so oft und wenn die gemillt werden, haben die gar keinen Wert. Ja, das stimmt schon. Verstehst du? Weil du müsstest halt jetzt wieder den dieses Link 3 haben, was mal gebannt wurde. Quad, dieses Licht verpflichtet. Wie heißt denn der? Quad, nee. Curtis oder so? Dieses Licht verpflichtet Link 3 Monster, was ich weiß, eine, ich weiß, welche du meinst. Trap wieder auf die Hand gibt vom Grave. Dann wäre Horus noch krass in Tiermans, aber wie du schon meinst, du millst halt manchmal auf die ganzen Sarkophage. Richtig, ja. Das ist halt das Problem, ja. Also wenn du halt den Searcher in der Hand hast und Agido in der Hand und du dann geasht wirst, das juckt dich trotzdem nicht. Genau. Weil dann millst du fünf und passiert dann wieder komische Sachen und dann geht's ab halt, ne? Das ist ja gar kein Problem. Genau. Aber ist halt so, also ich finde den Engine halt geil. Board, womit du damit aufbauen kannst, ist halt krass. Kann man nicht krass geworden eigentlich, wenn du also durchgeht hast. Ist halt wirklich krass, ne, weil der Standardboard von T-Element, wenn es komplett durchkommt, kommt auch kein Mensch durch. Also ich habe wirklich selten gesehen, dass jemand durch den Board spielen kann und gewinnt. Geht gar nicht eigentlich. Und dann hast du halt dadurch jetzt nochmal oben drauf, meinetwegen hast du ja die Nummer 90, das ist ja diese komische Galaxy. Genau, der ist ja ein Omni-Negate, ist das. Genau. Und dann hast du den noch, und wenn du noch Glück hast, dass du mit Diviner startest, dann hast du noch einen Baron, plus deine Kleidohart und deine was weiß ich was alles, was du auf dem Feld hast. Dieser Board kannst du gar nicht brechen. Also kannst du komplett vergessen. Weil selbst ein Dark Ruler ist auch egal, weil du hast Solid Set, dann geht trotzdem ab bei dir halt. Das ist halt das Ding. Und deswegen, es ist halt so geteilte Meinungen, höre ich auch tatsächlich. Bin ich auch selber der Meinung. Es kann krass sein, es kann auch übertrieben bricken halt. Das war's mit dem ersten Teil unseres geliebten Podcasts. Wenn du Bock hast auf den zweiten Teil, dann schau jetzt bei Team Millennium vorbei. Dort findest du den nämlich und dann kannst du dir noch den restlichen Podcast gönnen. Alles dazu findest du natürlich in meiner Infobox bzw. auch im Titel. Von daher auf jeden Fall abchecken.